Parfines. Was hat das denn so für Moves? Muss mal gucken. Habe ich doch eins, oder? Ich habe kein entwickeltes Parfines. Verdammt. Dann muss ich die Moves online nachgucken. Meh. Kann das denn? Charm oder Ladestrahl? Also Sofortattacken. Ladeattacken, Mondgewalt, Donner, Blitz, Psychokinese und Liebeskuss. Klingt eigentlich erstmal gar nicht so schlicht. Vor allem Psychokinese gegen die ganzen Giftis, ne? Die da immer wieder mitkommen. Zum Teil, ich habe ja auch schon Tetoxas gesehen. Ja, da tut bestimmt auch der Donnerblitz ganz gut weh. Eigentlich gar kein so schlechtes Moveset. Du spielst es nur mit einer Ladeattacke. Ja, das kann natürlich nicht lange gut gehen. PvP spielt man schon besser mit zwei Ladeattacken. Aber die Ressourcen muss man halt auch dafür haben, ne? Das ist dann halt wieder die Sache. Es kostet halt den Staub. Den Staub und die Bonbons für das jeweilige Pokémon, ne? Ja, wie du hier siehst, ich habe über 2000 favorisierte Pokémon. Ich habe natürlich um einiges mehr. Jetzt für die Frühlingscup hier in der PvP, in der WP-Reichweite, habe ich jetzt natürlich auch einige. Aber die sind halt eben auch über sehr viele Jahre zusammengesammelt. Ja, das ist es, ne? Wenn man die Ressourcen muss man, wie gesagt, haben. Meine ersten Spiele damals, als sie die Kampfliga eingeführt haben, waren auch nicht so easy. Aber wenn du nicht zwei Ladeattacken hast, ist es echt schwierig. Die haben jetzt auch alle, ne? Zwei Ladeattacken. Eine Sofortattacke. Und ich denke mal, Meisterliga wirst du dann gar nicht spielen. Da wirst du wahrscheinlich sowieso zerfressen. Die spiele ich auch nicht, weil ich nicht die Viecher dafür habe. Deswegen spiele ich gerade eben den Frühlingscup. Suche ich mal jetzt noch mal drei andere raus. Seit wann spielst du denn? Mal so aus Neugier gefragt. Ich suche mal derweil noch mal ein paar andere raus. Ich könnte mal Supiturn mal wieder mitnehmen. Klingt eigentlich noch eine gute Idee. Gut, warum nicht? Supiturn könnte ich nehmen. Eine Pillepa habe ich sogar auch. Aber ist Doppelwasser eventuell riskant? Keine zwei Attacken. Ach komm, ich mach jetzt einfach zum Spaß. Zum Spaß nehme ich den jetzt mal rein. Oder? Ja, wenn ein Gifty auf mich trifft. Aber was mache ich gegen Stahl? Das ist die Sache, ne? Was mache ich gegen Stahl? Gegen Stahl bräuchte ich Kampf oder Feuer. Oder halt was Neutrales. Du hast keine zwei Attacken.
Quappo. Alter Schloch. Ja, komm auch nicht. Nehme ich mal Quappo. So, ich nehme jetzt mal die drei. So. Erst seit letztem Jahr März. Ja gut, dann ist natürlich noch nicht so viel in der Sammlung. Ja, also dranbleiben ist die Devise. Dranbleiben, viel spielen. Du weißt halt echt nicht, ist das Mon, das du da gerade gefangen hast, ist das geeignet oder eben nicht. Außerdem alles fangen, was du kriegen kannst. Staub sammeln, Bonbons sammeln. Wenn du die ein oder anderen kleinen Raids schon spielen kannst, wenn du die Monster verhasst, so die Ein-Sterne-Raids oder so, gönn dir ab und zu mal den Staub da draus. Ressourcen sammeln, es ist ein bisschen grindy, ja. Dieses Quappo hier. Das kann ich hier nicht einsehen. Also meine Mons hier, die sind halt teilweise schon echt alt. Ja, der Beppo. Guck, der ist von 2016. Ja. Eigentlich auch nicht der Beste, aber er hat halt diese speziellen Moves, deswegen habe ich ihn. Ich spiele halt schon sehr lange und habe dann halt natürlich die Ressourcen mittlerweile, ne? Wenn du Sternstücke geschenkt bekommst auf irgendwelche Art und Weise, würde ich dir dazu raten, aus solchen Spezialforschungen die Belohnungen mit dem Staub immer ein bisschen aufzuheben, nicht die nächste Seite zu machen, sondern stattdessen mehrere offene Spezialforschungen zu sammeln, Pokémon im Queststapel ablegen und so Sachen, möglichst viele Quellen für Sternstaub zu sammeln, um dann mit einem Sternstück ordentlich gut abzuräumen, wenn es einen guten Zeitpunkt gibt. Zum Beispiel solche Community Days, wie jetzt eben letztens Flammiau gewesen ist. Die haben ja unterschiedliche Boni. Da gibt es ja manchmal welche, bei denen kriegst du dreifachen Sternstaub für das Fangen von Pokémon. Und falls du es vielleicht schon gemerkt hast, nicht jedes Pokémon, ich gebe mein Quappo jetzt auf, nicht jedes Pokémon gibt nur 100 Staub zum Fangen, sondern zum Beispiel halt eben auch 300, 500. Unter bestimmten, ein paar bestimmte können dir sogar 750 bis 2000 Sternstaub fürs Catchen geben. Wenn du die aufhebst und dann die mit einem Sternstück fängst, kannst du sehr viel Staub auf einmal machen. Das wäre jetzt mal so ein Pro-Tipp von mir. Ich kann dir das mit dem Queststapel gleich schon mal zeigen. Wenn wir hier durch sind. Ah nein, ich kam nicht mehr zum Orkan. Das war jetzt schade. Klar, natürlich. Es sind auch noch ein paar andere, die Pokémon Go spielen, gerade im Chat. Du kannst ja einfach mal deinen Freundescode gerne im Chat da lassen. Dann gewinnst du, glaube ich, mehr als nur einen Freund heute. Geschenke sind immer gut.
So. Man kann zum Beispiel auch mit dem Sternstück hier den Output von diesem erhöhen. Hier, guck, ich habe jetzt zum Beispiel hier, habe ich mir aufgehoben. Hole ich nicht ab, die Belohnung. Da habe ich auch, da muss ich jetzt noch die Teamherausforderung machen. Nö. Da habe ich nicht abgeholt, hebe ich mir auf. Bis es sich halt richtig lohnt, ein Sternstück anzumachen. Da kriegt man ja 50% mehr. So, ich spiele das Set aber mal noch zu Ende. Nur bitte mich nicht für Raids einladen außerhalb meiner Streams, weil ich kriege es meistens eh nicht mit. Oder habe sowieso keinen Pass dafür zur Verfügung. Aber wenn du mal mittwochs Zeit haben solltest, zwischen 18 und 19 Uhr, dann bin ich meistens hier, wenn ich nicht arbeiten muss. Hui. Das gefällt mir nicht. Und hoste die, den aktuellen Rage-Stunde-Boss. Vielleicht kann ich dich da mit anderen ja durch das ein oder andere durchziehen. Raids geben nämlich auch schon recht gut Sternstaub und halt eben auch gute Pokémon. Aber vor allem die... Ja, legendären Raids sind halt schwierig. Alleine machbar. Gott sei Dank haben sie die blauen Pässe eingeführt. Ich trickst dich mit meinem Schild jetzt aus, dass ich noch einen Orkan mache. Ich mach stattdessen den Meteorologen. Weil du wahrscheinlich nochmal schildest. Ja, haha, ich hab's. Und dann mach ich noch ein bisschen Chip-Damage. Hat geklappt. Ja, der hat den Köder geschluckt. Weil noch einen Orkan hätte ich nicht zusammenbekommen. Naja, gut, was will ich gegen das rosa Wade groß anrichten? Ja, es hat zumindest die Community Day Attacke. Interesting. Okay. Vielleicht läuft es mit Matschbombe. Als zweite. Nee, Blättersturm. Okay, Blättersturm, okay. Au. So, aber damit ist es jetzt weg. Wer kommt jetzt? Also mein Reiser nochmal. Ich habe mich jetzt extra nochmal ein bisschen aufgeladen, bevor der dazu kommt. Und was ist jetzt ganz hin? Ja, okay. Das hat mich jetzt weggecharmt. Ja, ich bin auch hauptsächlich Free-to-Play unterwegs. Manchmal läuft es ganz zuverlässig, dass ich jeden Tag meine 50 Münzen kriege mit der Community hier. Manchmal eben nicht. Aber wie gesagt, falls du mal einen blauen Pass über hast... Oder keine Ahnung, vielleicht kannst du auch von dir daheim irgendwas erreichen und wir können auch zusammen zu dir rüberkommen. Das geht auch. Ich habe auch immer wieder mal einen blauen Pass über. Ich heb sie mir extra für die Raid-Stunden auf. Das zu organisieren fällt halt einfacher, wenn man sich nebenbei absprechen kann. Und dafür finde ich den Live-Chat halt auf Twitch eigentlich ziemlich gut. Das finde ich allerdings nicht gut.
ein Tentoxa. Finde ich nicht so geil. Säure speier mich, komm. Nee, auch Siedewasser. Das war ein Fehler, mein Freund. Ha, das war ein sehr großer Fehler. Du wolltest das als Schwächen nutzen. So, jetzt kommt das Tenti wieder. Okay. Das ist ein anderes Tenti. Kein Tentoxa, sondern ein Tentantel. Ja, mit dem habe ich jetzt natürlich ein Problem. Zeit schinden. Auf der anderen Seite brauche ich Supituren jetzt nicht mehr. Können wir die Schilder aufheben? Na, wobei. Es ist schwierig. Donnerblitz ist gegen das Tentoxa natürlich besser als einer von meinen anderen Frünsen hier zu benutzen. Bait oder Ten? Ja, gut. Der lässt sich nicht baiten. Also, nee, der hat ja eh keine Schilde mehr. Hahaha. Ja, gut, aber jetzt muss ich das hier verhauen. Da hast du dich jetzt voll gepusht. Das müsste neutral sein, weil Stahl ist empfindlich, Pflanze nicht. Nee, Quatsch, Pflanze schützt dich vor. Warum manche Pflanzen-Pokémon nicht effektiv durch Kampf nehmen, ist, wenn sie mit Gift gemischt sind. So rum. Ja gut, jetzt wo das Wetter wieder mehr in den Frühling geht, gehe ich auch wieder mehr raus. Aber im Winter war ich auch nicht viel draußen. Gebe ich ehrlich zu. Da hatte ich auch keinen Bock. Ich habe halt hier eine super gute Position mit vielen Arenen und Pokestops. Daher ist das gar nicht so schlecht mit dem Host. Matsch. Blättersturm. Was wollt ihr alle mit Blättersturm? Als Debuff wahrscheinlich. Nee, Quatsch, du debuffst dich ja selber so rum. Als One-Shot-Killer. Ja. Okay. Natürlich. Der hat auch einen Supiturn. Ein Landturn. Ja, dann machen wir Landturn gegen Landturn, komm. Das eine ist angeschlagen. Meins aber auch gleich. Er hat noch zwei Schilde. Hallo, wechsel!
weiß nicht, ob ich das Landhuhn versus Landhuhn gewinnen kann. Ja, auf der anderen Seite, du hast nicht mehr viel HP. Und Donnerblitze ist bei Landhuhn neutral, weil er ja selber Ding ist. Da verhaust du nochmal Energie. Und mein Landhuhn ist aufgeladen. Trotzdem fabelhaft. Gut. Yes. Hast genug Arenen-Pokestops, könnten schon mehr sein. Aber für ein paar Runden drehen reicht es. Das ist besser als nichts. Wenn's Wetter halt scheiße ist, geht man dann halt natürlich verständlicherweise nicht raus, ne? Ist das jetzt schon das letzte Match? Ich weiß es gar nicht, oder das vorletzte von dem Set? Das sehen wir gleich. Und cool. Charme? Natürlich hat es Charme. Das finde ich Quapo nicht so geil. Surfer nicht schön. Verbrenne ich deine zwei Schilder? Gut. Ich gebe Landhuhn auf. Geht nicht anders. Eros. Kannst du nur Eros? Bisschen langweilig. Ja. Gut. Wenn man nur eine Ladeattacke kann. Kann scheinbar nur Eros. Jetzt ist Felinara wieder. Lenara an sich nicht schlecht. Gehört halt zu den Charmern, ne? Huha! Ein Turtok. Das kann eine böse Überraschung werden. Aquahaubitze und Eisstrahl ist das, glaube ich, richtig gut. So. War das jetzt das letzte? Nee, das. Ja, wobei, das ist ja nur für Gewinne. Haha. Nur für Siege. Ne, das war der letzte aus dem Set. Ja, siehst du, läuft doch gut. Das Team. Lief gar nicht so schlecht wie erwartet. Dafür, dass es dreimal Wasser war. So, Sonderbonbons, immer gut.
Oh, Raffel. Schlaraffel ist auch kein schlechtes PvP-Pokémon. Meltan farmen ist eine super Idee. Meltan bzw. Melmetal ist gut in der Meisterliga gelegentlich. Bekommt man halt leider nur durch die Wunderbox, aber. Ja. Ordentlich Wunderboxen. So. Gut, das reicht mir aber für Kämpfe heute.